Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Und weißt du, wen wir heute in den Kopf gucken? Diesen wunderbaren Mann, aber wenn du den Podcast hörst, weißt du gar nicht, auf wen ich gerade zeige. Das heißt, du musst auf YouTube gucken. Und zwar sitzt hier neben mir the real one and only Daniel Garofoli. Und ich sitze mit Daniel wo in? Im höchsten Gebäude der Welt. Im höchsten Gebäude der Welt. Und wo AKA ist mein Zuhause. Ja, das ist krass, Daniel. Und wir sitzen natürlich in Dubai im Burj Khalifa. Habe ich das richtig gesagt? Genau, ja. Sehr cool. Und damit ihr wisst, wem ich heute in den Kopf schaue und wer Daniel überhaupt ist, hier mal ein paar Schlagzeilen. Also zuallererst, Daniel ist ein langjähriger Freund von Christian Gärtner. Und das war auch der Grund, warum wir uns kennengelernt haben. Genau. Und seine Story ist, wenn du jetzt eine CV-Story haben willst, eigentlich kannst du sagen, vom Typ, der als DJ angefangen hat, auf der Luftmatratze in Dubai bei Freunden im Wohnzimmer dann gestartet ist, Schulden hatte und heute neben mir sitzt als Number One Real Estate Agent hier in Dubai mit einem Mindset, was größenwahnsinnig ist und der einfach gemacht hat und Dinge gefunden hat. Und heute habe ich die große Ehre, in deinen Kopf zu gucken, Daniel! Ja, ich bin gespannt. Mega. Ich hoffe, du hast die richtigen Instrumente mitgebracht. Ja, genau. Ja, bitte hier einmal Gehirn einspannen. Genau. Und Deckel auf. Dieses Ohrending. Guck mal, ja. Ich habe dich ja jetzt ein bisschen angekündigt. Wer bist du denn für dich, also für dich alleine? Weil das, was du tust und der Erfolg, das ist ja dieses Außen. Aber wenn du nicht im Außen bist, sondern so mit dir alleine, wer ist Daniel? Ein Träumer zuerst, glaube ich. Jemand, der eine gute, ehrliche Haut ist, sage ich mal, so overall. Balanced, inside. Ich kann auch im Chaos Ruhe behalten. So, das ist, glaube ich, auch mein größtes Asset in vielen Sachen, vor allem auch in Business Sachen. Mhm. Und ja, einfach immer noch der Daniel aus Karlsruhe, der mit 14 auf der Couch sitzt, mit Smacks und Simpsons schaut und das mache ich jetzt halt eben nur im Burj Khalifa. So. In Unterhose und keine Ahnung was, ja. Da ist natürlich, man entwickelt sich weiter, aber der Kern bleibt ja von Menschen vielen Sachen. Mhm. Die Frage ist immer nur, wie weit kannst du das Gute rausholen oder was dich weiterbringt, kommt natürlich immer drauf an, auf deine persönlichen Ziele, ne? Mhm. Und bei mir irgendwann hat sich dann, oder eigentlich nicht irgendwann, sondern sehr, sehr früh hat sich da so eine persönliche Unzufriedenheit eingestellt, dass ich gesagt habe, das ist es doch noch nicht. Das ist doch nicht dein Leben. Kannst du sagen, wann das war? Sehr früh. Also als Teenager schon? Wahrscheinlich sogar schon davor. Ja? Ja. Und das heißt, du hattest innerlich so diesen Gedanken so, irgendwie hat das Leben doch mehr zu bieten. Weil meine Frage ist ja auch oft, okay, wie sind Menschen geworden oder haben ihr Ding gefunden? Und das, was du hier lebst, ist ja total dein Ding. Und wie du das aufgebaut hast. Und da war diese innere Stimme schon früher, die gesagt hat, okay, da muss noch was gehen. Ja, ich habe mich immer in meinem Umfeld umgeschaut und habe versucht, unbewusst, weiß ich heute, irgendwie so das Verhalten von anderen Menschen zu studieren und zu adaptieren, was mir gefällt und nicht zu machen, was mir nicht gefällt. Mhm. So am Anfang, vor allem als Jugendlicher, man sucht sich ja immer noch so ein bisschen selbst und versucht so rauszufinden, wer man ist. Und ich war ganz, ganz viele Personen. Ich war immer der Lustige, ich war der Klassenclown, ich war einfach immer so beliebt in meinen Gruppen, aber ich war immer in verschiedenen Gruppen. Das heißt, ich war immer so ein bisschen der Misfit Outsider, trotzdem nicht unbeliebt, aber also ich habe keine Gruppe, in der ich gesagt habe, das sind meine Leute, so mit denen hänge ich 24/7, 365 ab, sondern dachte immer so, okay, die sind zwar cool, aber irgendwie ist das noch nicht so das. Ist nach wie vor so, ne? Und so habe ich versucht, so viel wie möglich aufzunehmen von den verschiedenen Leuten. Ich hatte Leute, die waren so in der Studentengruppe mit drin, so ein Freundeskreis voller Studenten, in so einem Fußballer-Freundeskreis, in so einem Barkeeper-Freundeskreis, als ich damals Barkeeper war, so in so einem Pokerspieler-Freundeskreis, jedes Wochenende, keine Ahnung, viele verschiedene Sachen, aber irgendwie nie so der, wo ich sage, da bin ich immer. War das dann in dir so, dass du dadurch aber gesagt hast, ich finde das cool, dass ich so bin und nicht so richtig in eins assimiliere und dazugehöre, sondern dass ich so springen kann zwischen den Welten? Oder war in dir auch so dieses Gefühl dann,
ja, irgendwie gehöre ich nirgendwo so ganz richtig dazu. Da gab es diese Art Gedanken gar nicht, weil viele, die zuhören, haben oft so dieses, ich bin irgendwie anders. Ich gehöre nicht dazu, aber dann, wie gehe ich damit um? Ja, gab es wahrscheinlich beides. Mhm. Also kommt es natürlich auf eine Phase drauf an, wie du dich gerade fühlst. Ziemlich sicher gab es da beides, dass du sagst, okay, wenn du dann zum Beispiel den wirklichen Leader von der Gruppe triffst, zum Beispiel, ich war dann DJ irgendwann, habe angefangen zum Auflegen, war dann in so einer DJ-Szene mit drin und da war halt einer, der war halt so der King in unserer Town. Und so, und du wolltest halt so, denkst du so, geil, und er hat halt so alle connected und er war, ja, du wolltest so sein wie er und so, und jetzt 15 Jahre später komme ich wieder zurück in meine Town und er macht es immer noch und ist immer noch dort und hat irgendwie zwei uneheliche Kinder und ist immer noch, treibt sich die Nächte in den Clubs rum. Dann denke ich so, okay, eigentlich ist es doch nicht so schlecht, wenn du nicht der Platzhirsch bist in was zu klein ist. Mhm. So, dann bin ich lieber der Prinz in der Stadt wie der König im Dorf, so. Und, war dann manchmal, habe ich auch gedacht, so, okay, du gehörst da nicht rein, du gehörst woanders hin. Und aber das waren im Prinzip die Steps, die ich gehen musste, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Wobei ich auch sage, wenn die Leute sagen, du bist jetzt heute super erfolgreich, was ja gemessen wird in Geld. Ja. Ja, ich war ja nicht, für mich war ich nicht unerfolgreicher, wo ich meine Business hatte, die gescheitert sind. Ist halt nur der Maßstab ist halt für uns Geld. Aber es geht ja um das Mind, das Mindset, in dem du deine Sachen machst, ne? Das heißt ja aber auch nicht, dass ich in 2 Jahren wieder pleite sein kann. Wo ich den gleichen Weg gehe, wie die letzten 5 Jahre, oder auch die letzten 15 Jahre gegangen bin, wo ich auch eine Insolvenz mit drin hatte und so weiter und so fort. Natürlich auch viele Erfolgserlebnisse hatte. Aber das heißt nicht, dass Erfolg indefinite ist, also dass Erfolg unendlich ist. Mhm. So, wenn du einmal erfolgreich warst, heißt nicht, dass du immer erfolgreich bist. Dann, du musst ja auch bewusst sein, dass du, wenn du den Weg gehst, des Erfolgs, dass da auch Niederschläge und Failures dazugehören. Und das musst du akzeptieren und aufnehmen, annehmen und eigentlich auch zelebrieren. Wenn Leute fragen, so, was waren deine Fehler? Und dann ich sage immer, ich habe ein ganz perverses Beziehung zu meinen Fehlern, weil ich liebe meine Fehler. Ich bin ihnen höchst dankbar. Weil sie haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und war das schon immer so? Also ich meine auch gerade, mich würde ja interessieren, was in deinem Kopf abgegangen ist von, okay, ich bin jetzt insolvent und jetzt bin ich aber plötzlich, ich weiß es nicht, plötzlich passiert, du bist ja seit 6 Jahren hier. Mhm. Aber was in deinem Kopf du sagst, das ist der Unterschied in meinem Denken oder so denke ich, dass du nicht sagst, oh, ich bleibe jetzt hier im Drama, ich war insolvent, ich habe es nicht geschafft. Weil leicht ist es ja nicht. Aber was hast du gedacht, dass du nicht aufgegeben hast, dass du trotzdem deinen Weg weitergegangen bist, dass du dir darin treu geblieben bist? Was passiert da in deinem Kopf oder auch im Umgang mit deinen Emotionen? Naja, am Anfang, also warum ich insolvent war, ist ja eine lange Story. Ne? Mhm. Ich habe mich auch gefühlt wie so ein Failure. Mhm. Die Story habe ich in ganz vielen anderen Podcasts erzählt, ja, genau. Da gehen wir jetzt nicht rein. Ich habe mich am Anfang gefühlt wie so ein Versager. Ich bin gescheitert. Ich hatte diesen Stempel auf der Stirn, du bist gescheitert. Und bin dann auch so ein Jahr oder ein halbes Jahr damit rumgelaufen und dachte so, oh mein Gott, die sehen alle den Stempel. So, oh mein Gott, ich muss mich heilen. Mhm. Weil du hast jetzt Geld verloren und Leute enttäuscht und dein Business ist zu, das du 7 Jahre lang aufgebaut hattest davor. Und hast deine Identität verloren, ja, auch so ein bisschen. Hast du auch den Glauben an dich selbst verloren? Kurzzeitig wahrscheinlich, ja. Mhm. Nicht verloren, aber du zweifelst dann, ob deine Sachen, ob du vielleicht doch mehr hättest, so mehr eulig rangehen sollen an manche Sachen oder mehr die Entscheidung doch nicht so Daniel-Style, sprunghaft, naja, wird schon irgendwie klappen und so, wir machen jetzt einfach mal. Daran zweifelst du dann. Aber am Ende des Tages wurde mir dann bewusst, es war ja nicht durch meine unternehmerische Tätigkeit, warum die Firma insolvent gegangen ist, sondern es waren tatsächlich äußere Umstände. Mhm. Da ist ein Mitkonkurrent auf den Markt gekommen, der einfach den ganzen Markt überrollt hat und diese ganzen kleinen Online-Shops halt ihn gekillt hat. Und dann denkst du halt, okay, also komm, du hast jetzt nicht irgendwie ein großes Auto gefahren, du hast jetzt nicht dein Hirn weggesoffen und was ich was, weil du jetzt einmal erfolgreich warst, du hast nicht wegen einer Arroganz oder einer Überheblichkeit sondern es war einfach, es ist ein Business und da passieren solche Sachen. Es kommt jemand, der frisst deinen Markt auf und du bist gefickt. Okay. So, und dann heißt im Prinzip, okay,
So, mein Berater, mein Steuerberater meinte damals, okay, dann geh am besten in die Privatinsolvenz, dann bist du in 7 Jahren draußen aus den 100.000 Euro Schulden, die ich da dann persönlich haftbar war, weil ich wollte das auch nicht wahrhaben. Meine Firma war inzwischen eine GmbH, ich hatte 5 Mitarbeiter und ich wollte es nicht wahrhaben. Und dann musste dann am Ende mit einer Insolvenzverschleppung vor Gericht, auch schuldig gesprochen worden, weil ich halt nicht wahrhaben wollte, dass das schon eine Insolvenz ist. Du hast die Realität nicht angeschaut. Ja, aber als Unternehmer stehst du mehrmals mit dem Rücken zur Wand und ich habe es immer geschafft, die Firma da auch rauszuholen, okay, in den 7 Jahren davor, wie ich sie aufgebaut hatte. Ja, und dann aber diesen Drive zu entwickeln und zu sagen, okay, ich mach's jetzt nochmal oder ich mache jetzt was anderes. Ja, was ist die Option? Also der hast du auch so mit dir selber gesprochen in deinem Kopf und gesagt, ja, hey, okay, Daniel, was für eine Option hast du dir jetzt? Weil du jetzt auch sagen können, hör mal, ich lasse das mit dem Unternehmertum sein und Selbstständigkeit und ich werde 9 to 5, ich werde angestellt. Na, du überlegst dann die Option, sagst, okay, dann machst du eine Privatinsolvenz, dann musst du 7 Jahre lang von 1260 Euro leben und alles, was du mehr verdienst, geht dann an den so einen Gläubigerfonds, mhm, und nach 7 Jahren bist du wieder draußen, mhm, und bis dahin sitzt du halt irgendwo beim DM an der Kasse und schiebst Waren über den Laser oder irgendwas, was dich halt nicht erfüllt. Und dachte ich, nee, das mache ich denn nicht, Alter. Also dann lieber, keine Ahnung, ja, direkt in die Box. So auf die Art. Das war für mich keine Option. Man stellt dann Sachen in Relation. Für mich war ein sehr prägendes Ereignis mein Zivi. Das war, mhm, eigentlich so der Start meines Unternehmertums, wo ich einen Menschen betreut habe, der mit 33 einen Hirnschlag hatte und vom Hals abwärts gelähmt war, aber voll bei Bewusstsein. Und der hat dann immer gesagt, Daniel, du musst so, nimm alles mit, was geht. Krass. So, schau, dass du rausgehst, seh die Welt, so viele Mädchen wie möglich, mach's für mich. Hat er zu mir gesagt, ja, das werde ich nie vergessen. Und da habe ich dann angefangen, Unternehmer zu werden oder habe angefangen, meine eigenen Sachen durchzuziehen und auch so ein bisschen an mich selbst zu glauben auch. Und an den habe ich dann wieder gedacht und dachte so, er sitzt irgendwo und starrt an die Decke und ist für die nächsten 30, 40 Jahre dazu verdammt. Ich habe 2 gesunde Hände, ich habe 2 gesunde Beine, ich habe einen klaren Kopf, ich bin kein dummes Kerlchen. Ich sehe nicht aus wie Quasimodo, also ich bin auch ansprechend so, Leute so, wollen sich mit mir umgeben. Du hast so viel Talente, Daniel, so. Dann komm mal klar. Darauf fokussiert auch. Genau. Und dann natürlich war neben dem Unternehmen, das ich hatte, ein Online-Shop, war ich noch DJ. Das war auch sehr, sehr erfolgreich. Das ganze DJ-Geld ging auch damals ins Unternehmen rein. Dann habe ich meine Kontakte reaktiviert, weil den DJ-Kopfhörer hatte ich am 30. Geburtstag an den Nagel gehangen und am 31. kam die Insolvenz und dann bin ich an den Nagel wieder hin und habe den DJ-Kopfhörer dann noch runtergenommen für ein Jahr und habe dann meine DJ-Kopfhörer wieder und habe dann die 100.000 Euro Schulden in 8 Monaten abbezahlt. Und dann war so Reset. Und das war jetzt auch nicht so von wegen, ah fuck, ich muss wieder dahin zurück, wo ich mal war, das fühlt sich für mich wie ein Rückschritt an, sondern nee, ich bin mir klar, das ist jetzt ein Step, den ich machen muss. Der hat geklappt und der wird mir helfen. War, mhm, das so das, was in deinem Kopf dann passiert ist? Genau. Es war halt ein notwendiges Übel und du hast ja sowieso schon alles verloren. Du hast kein Geld mehr. Die Leute, die früher deine Buddies waren, hey Daniel, was geht ab? Wir gehen mal auf einen Drink und kannst mich auf die Gästeliste schreiben, dort und da und bla bla. Die schauen dich an und sagen, haha, der Kollege ist insolvent. Du hast halt alles verloren. So deinen sozialen Status und deine Freunde, in Anführungszeichen. Ja, hast du dann gelernt, wer wirklich Freunde waren. Genau, ich habe bei meiner Schwester auf der Couch gelebt. Rock bottom. Aber die geilste Zeit meines Lebens rückwirkend betrachtet, auf jeden Fall. Ich stelle mir vor, das ist irgendwie eine andere Art von Freiheit. Ja. Also nothing, ich weiß nicht, ob du das in dem Moment so sehen kannst oder konntest, aber so. Das ist irgendwie krass. Ja, weil wir haben ja auch nichts zu verlieren am Ende des Tages, ne? So, was hast du denn zu verlieren? Wenn du jetzt hier bist, du wohnst jetzt gerade im höchsten Gebäude der Welt. Du hast hier ja auch angefangen mit nichts. Ja. Und ich habe dich ja vor 2 Tagen, als wir uns hier getroffen haben, schon gefragt, hättest du das jemals gedacht? Ja. Und du hast mit so einer Selbstverständlichkeit einfach gesagt, ja. Ja. Ja, habe ich. Ja. Was kannst du jemandem mitgeben, was in deinem Kopf vorgegangen ist, der jetzt noch in dieser Misere steckt, die Ergebnisse noch nicht zu sehen,
aber innerlich fühlt, ich, das ist mein Weg und ich glaube da dran, weil ganz viele fragen sich immer, okay, wann unterscheide ich, wann ein Pferd totgeritten ist und ich muss absteigen, meine Richtung wechseln, oder ich bleib dran, ich bleib dran, ich bleib dran, weil ich bin on track. Ja, das ist ja eine Idee. Also auf jeden Fall, wenn die Person jetzt gerade zuhört und irgendwie nicht weiter weiß und in so einer ähnlichen Situation vielleicht sogar steckt, würde ich sagen, dream fucking big motherfucker. Ja, hol dich aus diesem Selbstmitleid-Müll raus, stell alles in Relation, du bist Europäer, du bist Deutscher, du hast eine Bildung, du hast eine Hygiene, du hast ein soziales Auftreten, du bist so weit fortgeschritten wie 90% der Welt. Ja, geh nach Indien, die Leute haben keine Chance. Wir sitzen alle an einem Pokertisch und wir haben alle vier Asse auf der Hand und wir verstehen es nicht, weil wir Europäer vor allem diese Selbstmitleidsscheiße, so aus der musst du rauskommen. Und wenn du sagst, hast du dir das vorgestellt? Und ich sage, ja, weil ich habe immer größer gedacht. Ich habe deshalb wohne ich auch hier. Und ich habe mir früher, ich bin broke nach Dubai gekommen, wegen meiner Frau dann auch teilweise, aber auch eben, weil ich einen gut bezahlten DJ-Job hatte. Und ich hatte dann ganz, ganz wenig Budget, weil ich hatte die Schulden zu bezahlen, ich hatte aber tagsüber frei. Und wenn ich keine andere Yachtparty mir eingebucht habe oder irgendwie eine Sunset oder so Day Brunch oder sowas irgendwo in Dubai, dann bin ich hierher gekommen, an Burj Khalifa, an Starbucks, habe mir einen Kaffee geholt und habe dieses Gebäude angeschaut, weil ich dachte, wow, das ist so geil, das ist so hoch. Und irgendwann wohnst du da drinnen. Und dann saß ich einfach nur hier davor und dachte, irgendwann wohnst du da drinnen. Und hab mir die Wohnung eingerichtet im Kopf und hab mir überlegt, wie das ist, da reinzugehen. Und weil man sagt ja so, man glaubt, was man sieht, ja, vor allem mit Deutschen, so der Bauer frisst nicht, was er kennt und so Sachen. Aber du siehst ja auch mit dem Herzen und mit dem dritten Auge so ein bisschen, weißt du, mit deiner Vision, die du dir selbst aufbaust. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich Geld zähle, dass ich so viel Geld habe, dass ich, weißt du, so. Also sitzt du im Starbucks und bist so ein Tagträumer und siehst es so und fühlst es. Riechst es, wie sich das anfühlen wird, wohl hier in dieses Gebäude reinzugehen, weil ich mal, als ich heute reingegangen bin, allein, dass ich hier unten so einen Security Code angeben musste. Und dann habe ich in meinem Kopf so gedacht, krass, ich, Yvonne, kenne jemanden, dich, was in meiner Welt schon so boom ist. So, ja. Ich kenne jemanden, der seinen Traum lebt. Jetzt darf ich daran partizipieren, dass der seinen Traum lebt. Dann hast du mich direkt in die 123. Etage mitgenommen. Als ich da gerade rausgegangen bin, ich habe ja nur gelacht. Also es war ja so, crazy shit, what the fuck, so was ist alles möglich? Und dann dieses, du kannst das teilen, weil du dein Ding lebst, darf ich daran partizipieren, weil du irgendwann in diesem Starbucks saßt. Das ist diese Kette, die finde ich komplett kirre. Ja. Und so, weißt du, früher war das für mich so, ich habe so Bücher gelesen mit Anfang 20, so ja, denke nach und werde reich, so Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, keine Ahnung. Ja, du musst Visionen haben. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, was ist, wenn es bei allen anderen funktioniert, aber ich bin die einzige Exception im ganzen Universum, bei der das Law of Attraction und so weiter nicht klappt. Und jetzt sitzt du hier neben mir, ich kann dich anfassen. Ich weiß, dieser Körper hat irgendwann mal auf einer Luftmatratze gepennt, hat noch nichts. Ja. Jetzt, sag's mal, ich verkaufe im Blümchenhemd jetzt die Millionen-Apartments. Ist alles möglich. Das ist crazy. Und so hat das geklappt. So hat das geklappt. so long story short, ja, natürlich, da waren auch immer wieder Rückschläge dabei, da war Scheitern dabei, da war Missgunst dabei, da war Neid dabei, da waren Kämpfe dabei. Aber ohne die geht's nicht. Ohne die geht's nicht. Und deshalb ist ja auch für mich immer so das Wichtige, diese Message zu sagen, komm aus deinem Selbstmitleid raus, evaluiere deine Situation, dein Umfeld, weil du bist tatsächlich die Summe deines Umfelds. Und wenn du Leute hast in deinem Umfeld, die dir nicht gut tun, dann musst du die auf jeden Fall sofort killen. Ja, lösch die Nummer und alles. Ich bin ein ganz, ganz strong believer, auch weil ich es auch selbst am eigenen Leib erfahren habe. Weil damit tun sich viele schwer. Ja. Warum hast du dich nicht schwer getan? Was ist passiert in dir, dass du gesagt hast, okay, weg damit?
Naja, ich habe mich ja auch schwer getan damit, aber ich habe es dann, aber ich habe es dann eben nochmal, ich habe dann gesagt, okay, jetzt gibst du dem Ganzen nochmal ein Jahr und dann lässt du das auslaufen. Aber am Ende des Tages, du siehst halt, dass keine Ergebnisse kommen, wenn die Leute nichts bringen oder wenn dich Leute nicht inspirieren oder motivieren oder dich unterstützen oder dir Steine in den Weg schmeißen oder dich unten halten wollen, weil sie Angst haben, dass du denen entgleitest. Das ist ja die Angst, dass viele Menschen haben. Und da musst du halt irgendwann aufhören, darauf Rücksicht zu nehmen. Ja? Und das ist, wenn du deinen Weg gehen willst, was ja okay ist, wenn du den Weg nicht gehen willst, dann sollst du dich aber nicht beschweren. Aber wenn du wirklich dieses Verlangen, dieses Calling, diese Berufung in dir hast, was Größeres zu machen aus dem, was dir gegeben worden ist, was ja schon allein ein Privileg ist per se, ja, dass du dich überhaupt damit beschäftigen darfst, was mache ich jetzt aus diesem Leben, ne? Es ist so, dann kommst du irgendwann zu dem Punkt und sagst, okay, so viel Zeit haben wir doch nicht, dann lassen wir vielleicht doch jetzt mal ein paar Gänge hochschalten. Das ist auch immer so eine Sache, so von Träumen und Wünschen und Vorstellen kommt es halt auch nicht, du musst halt hustlen. Du musst halt jeden Tag Gas geben, du musst diszipliniert sein, du musst. Es war jetzt nicht nur die Vision, die mich hierher kommen lassen hat. Diese Vision hat mir nur immer wieder geholfen in Zeiten, wo ich gezweifelt habe auch oder wo ich Niederschläge hatte oder Rückschläge. Kannst oder du sagen, was dann ein krassester Rückschlag war? Oder was dir am schwierigsten gefallen ist? Rückschlag ist ja, also du hast also erstmal den Weg zum Makler dahin zu kommen. Ich habe erstmal keine Firma gefunden, die mich anstellt. So, die sagen, du hast keinen. So, und ich wollte aber Makler werden, weil ich wusste, es der Job passt zu mir. Und dann hast du halt natürlich verschiedene Niederschläge, bis an einem ganz, ganz großen Deal dran und dann fällt er auseinander, weil irgendwas Dummes passiert. Oder du bekommst ein geiles Listing und aber jemand anders hat den Vertrag schon vorher abgeschlossen, weil am Ende des Tages, du hast hier 14.000 Immobilienmakler in einer Stadt, das ist hier in so einem Knife Fight, ja, also Ellenbogengesellschaft hoch 10, ja, und da musst du dich halt auch behaupten, so, deshalb no time for pity, so kein Selbstmitleid hier. So, du verlierst, du kriegst einfach die Fresse, du gehst eine Minute später weiter, so, und als ob nichts passiert ist, so, und dann und das ist dir das leicht gefallen für dich? Oder worauf hast du dich konzentriert, weil du gesagt hast, ey, ich bin jetzt hier und so läuft das Spiel hier nun mal und da spiele ich mit? Ja, und vor allen Dingen interessiert mich, was macht das mit dir ja auch emotional? Weil du bist ja kein kalter oder harter Typ. Weißt du, du bist ja voller Freude, du magst das teilen. Wir waren gestern ja nicht nur im High Fancy Dubai, sondern so wie halt das ganz normale Leben auf der Straße auch so ist. Mhm. Das finde ich auch faszinierend an dir, diese Kombi. Wie bist du dann nicht so ein arroganter, nach mir die Welt, so bla bla, sondern ja, wie hast du dich da durchmanipuliert? Also zum einen habe ich auch das gesehen. Ich bin wieder, genauso wieder als anschließend, das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, ich bin wieder in so einem Immobilien. Cycle und ich gehöre da aber nicht wirklich rein. Ah, okay. Und jetzt habe ich wieder mir meine eigene Version daraus geschaffen, weil viele sind genau so. Deshalb zum Beispiel, ich trage keine Anzüge mehr, wenn ich arbeite. Ich trage Blümchenhemden und Gucci-Turnschuhe. So, weil es halt meine Art ist, weil ich sagte, hey, ich kann ja auch meine Werte nicht jetzt wegschmeißen. Nee, du hast nicht deine Seele verkauft. Weil es hier ums Geld geht. Natürlich geht's hier um viel Geld. Ja. Natürlich mache ich den Job, weil ich sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit verdienen kann und auch möchte. Ja. So. Aber trotzdem möchte ich mein Ding da durchziehen. Ja, also nicht jemand anders werden da drin. Genau, dazu möchte ich selbst bleiben. Auch noch der gleiche Daniel, der mit 14 Smacks Simpsons geschaut hat, ja. Ja. So, aber trotzdem möchte ich erfolgreich sein. Ich möchte erfolgreich, aber ich möchte trotzdem in den Spiegel schauen und sagen, das ist okay. Mhm. Was du machst, ist gut. Mhm. Und darauf baue ich mir jetzt eine Community auf von Leuten, die sagen so, hey, irgendwie geht's mir genauso. Mhm. Wie kannst du mir da helfen? Oder wie kann ich deinem Purpose joinen? Mhm. Und das entwickelt sich jetzt gerade so im letzten Jahr. Ich wurde 2018 ausgezeichnet als Nummer 1 Makler. Mhm. Und seitdem so dieses Social Media Ding so ein bisschen ab. Und jetzt habe ich ein eigenes Team und habe ein Coaching-Programm auch aufgebaut. Und wo sich so Dinge entwickeln aus der Sache heraus, einfach weil ich gesagt habe, okay, Sekunde,
ich verkaufe nicht durch Faust und Ellbogen, sondern ich verkaufe ja meine Immobilien, indem ich mir meine Kunden zu meinen besten Freunden mache und mit denen ich ein ehrliches Gespräch führe und sage, hey, bei mir wird es vielleicht ein bisschen teurer, aber ich finde dir, wo du dich wohlfühlst. So, ich finde dir was, wo du keinen Stress hast. Wenn das nicht dein Ansatz ist, wenn du sagst, ich will das Beste zum günstigsten Preis, bin ich nicht dein Mann. Ja, aber es ist eine klare Positionierung, es ist klar, wofür du dann stehst. Genau. Und für diejenigen, die zuhören und sagen, ich würde gerne auch mehr von Daniel wissen, guckt einfach in die Shownotes natürlich auch unten rein. Da ist Daniels Programm auch nochmal verlinkt, Instagram und so weiter. Dann könnt ihr ihm auch folgen und ein bisschen noch mehr erfahren dazu. Das sind ja auch Kamera, ich weiß nicht, was genau, das machen. Das hat hier gerade nämlich gut reingepasst, um zu gucken. Also das ist das, wo du sagst, okay, so habe ich das gefunden in dieser Welt. Ja klar, du weißt, hast du mir selber gesagt, es ist ja auf Geld ausgerichtet, es ist auf Konsum ausgerichtet, aber ich verliere hier nicht meine Menschlichkeit, weil ich nutze diesen Rahmen, der da ist, aber mach meins da drin und dann bin ich darin erfolgreich. Ja, genau. Und das ist, so finde ich, auch diese Balance, von der ich auch am Anfang gesprochen habe. Also sagst du, okay, Daniel, du verdienst gutes Geld, ich verdiene sehr gutes Geld, du machst einen Job, der dir wirklich Spaß macht und du kannst trotzdem dabei du selbst sein, das ist ein fucking Gift. So, und deshalb, so, life is good at the moment. Natürlich, so, next steps sind schon wieder along the way, weil man träumt ja wieder größer und man hat schon die nächsten Ideen. Next, so. Ja, ja, genau. Ja, viele Sachen. So, da erzähl ich dir im nächsten Talk. Du bist ja gerade zu einer ganz, ganz heißen Zeit da. Ja, aber es ist auch so, was ich auf jeden Fall deinen Hörern auch mitgeben möchte, weil ich weiß ja, dass du ja auch eine Klientel hast, die sich beschäftigt, auch mit so einem Thema, genau, mit so Inner Balance und ich habe immer groß geträumt, ich habe aber auch immer hart executed, also ich war immer hart im Handeln, im Ausführen, ich war immer der am längsten arbeitet, ich war der am frühesten aufsteht, ich war der am meisten networked, ich war der aber auch am meisten Herz immer mit reingebracht hat in alles, weil ich dachte so, hey, am Ende die Leute kaufen von Menschen. Wenn du ein guter Mensch bist, kaufen mehr Leute von dir. Punkt. So. Und meistens die Leute, meine Kollegen zum Beispiel, die mit ihren teuren Anzügen hochgedingst und Krawatte und alles, die haben dann nur die Kunden, mit denen es noch immer Drama gibt und so. Und meinen Kunden nie Drama. Wir gehen immer abends essen und alles. Du ziehst auch die an, die zu dir passen. Genau, genau. Ich habe eine ganz andere Klientel. Aber was ich halt eben wirklich sagen will, ist so dieses Träumen ist so wichtig. So, dass du, weil wenn du anfängst zu planen, ich mache jetzt das, Schritt 1, 2, 3, 4, 18, so, dann fängst du an, realistisch zu denken. Denk doch mal unrealistisch. Denk doch mal so big, dass du sagst so, okay, das ist eigentlich schon dumm, was ich da gerade mache. So, und dann bist du auf dem richtigen Weg. So, weil nur dann erreichst du wirklich diese Zufriedenheit, wenn du sagst, okay, ich habe was selbst geschaffen, aus meinen Gedanken, aus meinen wahren Vorstellungen, aus meinen Träumereien, worauf ich wirklich stolz sein kann. Das ist ein geiles Gefühl, das ist ein geiles Achievement. Und ob es dir am Ende des Tages 100.000 Euro im Jahr bringt oder 100.000 Euro im Monat oder 100.000 Euro die Stunde, du kannst dir den Badge auf die Brust machen und sagen, geil, das hab ich erreicht. Ja, und dein inneres Gefühl ist dann bei 100.000 im Jahr oder in der Stunde das Gleiche. Das Gleiche, ja. Und das haben ja viele auch gar nicht auf dem Schirm, sondern denken, wenn das im Außen, dann das im Innen, anstatt dass das parallel läuft. Ja, weil deine innere Entwicklung zeigt hinterher dann auch die Ergebnisse im Außen. Und wenn du diesem Pfad folgst, kommt der Rest. Genau. Und das ist ja auch der Punkt, weil wenn du dann eben auch dieses Innere nach außen trägst und Leute praktisch Teil deiner Mission machst, findest du das geil, finden die das geil und die folgen auf einmal deinem Purpose und du gibst den Purpose dadurch, dass du Bananen groß gedacht hast, wo eigentlich komplett unmöglich ist und also ja, ich finde hier, was du auch erzählt hast mit Martin Luther King. Ja. So. Ja, er hat sich auf eine Bühne gestellt und er war ja nicht der einzige Freiheitskämpfer in der Zeit. Ja. So, da gab's ja viele, die da, so, und er hat aber dieses I have a dream. So, und
40.000 Leute sind im August nach Washington gekommen, um ihn anzuhören. Und haben sich in die brütende Sonne gestellt und haben gewartet auf ihn, um seine Speech zu hören. Warum? Weil er mit diesem Traum so den Leuten was eingepflanzt hat, was bei denen gewachsen hat, ein Movement gestartet. Und er hat ja nicht gesagt, I have a plan, plan A, B, C, D, E, F, G, let's go, let's be black and be free. So, aber das muss, das kannst du für dich auch verwirklichen. Das habe ich für mich verwirklicht und das bin ich mir auch überzeugt, dass sich das jeder auch durch diese Erlaubnis größer zu denken, größer zu träumen, vielleicht auch mal ein paar Jahre lang als Tagträumer abgestempelt zu werden oder als Crazy Guy, dann bist du auf dem absolut richtigen Weg, wenn das die Leute von dir sagen, die normalen Leute. Ja, weil das haben die anderen ja auch über dich gesagt, auf jeden Fall. Ja, immer noch. Immer noch? Immer noch. Ja. Ist eigentlich witzig, warum die das immer noch sagen. Und da wäre nämlich direkt noch, ich habe noch zwei Fragen mindestens an dich. Und zwar erstens, wie gehst du für dich auch mit Neid um? Und weil das schlägt dir ja auch entgegen, was, wenn Leute über dich, du hast gesagt, du bist Projektionsfläche für, wenn Berichte über dich kommen. Also wie gehst du damit um, auch emotional? Prallt das an dir ab, nimmst du es wahr? Not your business. Und die zweite Frage, es gibt noch was, wovor du Angst hast? Spielt das irgendeine Rolle bei dir? Also Neid und Angst. Ja, Neid ist so eine Sache, kommt mir nicht so oft entgegen. Mhm. Eher so hate-ish. Aha. Dass die Leute sagen so, boah, ey, jetzt er wieder mit seinem Gequassel, aber dem, ich bin natürlich sehr aktiv auf Social Media, natürlich hier in Dubai, auch unter den Maklern oder unter den Käufern, so, ich bin halt der Makler, wo die Kunden mit Selfies machen und so auf Instagram posten und so weiter. Und die anderen so, genau, natürlich ist das dann so ein bisschen so Hate-Dings, aber ich glaube, am Ende ist das natürlich, die Leute sagen, ich habe einfach den Mut, das zu machen, wovon viele Leute vielleicht selbst räumen und dadurch, dass ich halt eben auf ihrem Spielfeld ein Spieler bin und praktisch diese Position schon besetze, die die gern hätten, das ist einfach das, was da diesen Neid produziert. Für die habe ich eigentlich keine Minute Zeit. Die haben mein Mitleid, die haben aber auch meinen Support, wenn sie danach fragen. Mhm. Also wenn sie sagen, hey Daniel, wie machst du das? Wie kann ich das schaffen? Oder wie kriege ich meine Message raus? Da bin ich der Letzte, der nicht hilft. Ganz im Gegenteil. Mhm. Aber meistens sind die Leute zu stolz. Die haben einen falschen Stolz. Und das ist auch der Grund, warum dann die Leute auch nicht aus ihrem Mittelfeld rauskommen. Mhm. So, weil sie halt eben sagen, okay, irgendwie finde ich es geil, was er macht. Ich würde es vielleicht auch gern machen, aber ich traue mich nicht. Und der Typ kotzt mich an. Genau. Ja. Und der Typ kotzt mich an. So auf die Art. Ja. Und da bin ich dann gern die Anführungsfläche, um ehrlich zu sein. Ja. Einer muss es ja sein. Und es ist ja deren Ding. Genau. Und die Angstfrage, gibt es was, wovor du Angst hast? Oder woran du zweifelst? Oder gibt es überhaupt nicht in deinem Leben? Ja, also ich habe jetzt so Angst, dass man sagt, Angst, nichts. Nichts. Also zum einen, weil ich auch in einem Umfeld bin von sehr vielen erfolgreichen Menschen. Mhm. Und ich sehe, was die machen. Und die gehen eigentlich auch alles relativ angstfrei an. Mhm. Weil was ist denn Angst? Vor was hast du denn Angst? Vom Scheitern? So, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt an einen Baum gefesselt bin und ich sehe einen Bus, der mit 100 km/h auf diesen Baum zufährt, dann habe ich vielleicht Angst, weil er weiß, okay, danach könnte es eventuell zu Ende sein. Aber ansonsten ist es ja alles, was du vielleicht auch in den Sand setzt, kannst du ja wieder ausbügeln danach. Und wenn du mal Geld verlierst, dann kannst du es später wieder verdienen. So die Angst per se vor meinen neuen auch Plänen, die ich jetzt habe. Ich habe Respekt davor, dass ich sage so, wow, Daniel, you've come a long way. Und vielleicht you bite more than you can chew, so auf die Art. Aber am Ende des Tages war es immer so. Und ich habe es dann irgendwann geschafft. Und also Angst nicht, ne. Und wie gesagt, wenn du dir wirklich einmal bewusst machst, es ist alles endlich. Und allein schon den Fakt, dass ich liebe diese Phrase von Gary Vee auch, wo man sagt, die Chance auf die Welt zu kommen, sind wie 400 Milliarden zu 1. Und hast du schon mal gewonnen. Ja, jedes Mal, wenn dein Vater irgendwie onaniert hat, ja, als Teenager, könntest du rausgekommen sein und in dem Tempo in der Toilette gelandet sein. Ja. So, was waren die Chancen, dass dein Vater und deine Mutter
Und deine Mutter gerade, also alles so, dass du diese alleine biologische Prozess, dass du hier bist, ist 400 Milliarden zu fucking eins. So. Und dann machst du dir Gedanken über irgendwas. Dann hast du 80 Jahre, von denen bist du 50 gesund. So, und der Rest ist so dahin vegetieren, ne, vielleicht. Bottom line, meine Mama, die ersten 15 Jahre bist du zu jung und zu dumm und die letzten 15 Jahre kannst du auch nicht mehr genießen. Zack, fertig. Mhm. So. Und alles dazwischen drin, machst du dir Gedanken und hältst, du stehst am Startblock und laufst nicht los. Frage ich mich, wieso? Ja, und was du gerade beschreibst, ne? Also ich finde, das ist gerade in unserer deutschen Kultur sehr stark Angst getrieben. Ich kriege ja auch ganz viele Nachrichten, die so sagen, ja, ich habe Angst, jetzt das und das zu machen oder das und das nicht zu machen, weil ich nicht weiß, was danach ist. Also es ist ja alles im Kopf. Und ich meine, unser Versicherungssystem funktioniert auf Angst. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber doch, einfach so, ich hasse Versicherungssystem. Okay, darüber will ich jetzt aber nicht reden. Ganz schlimm. Sondern dieses Gefühl von, das ist so ein gesellschaftliches Ding bei uns. Weißt du, als ich in Shanghai war, die haben einfach ihren Job gekündigt, ohne einen neuen zu haben. Und bei uns ist es so, ich kündige erst, wenn ich alles andere safe unterschrieben habe. So, das ist so ein Mentalitätsding. Und was du gerade beschreibst, ist dieses, ich bin hier nur in einem Umfeld, was an sich angstfrei ist, wo Leute einfach die Dinge machen, die machen eine Erfahrung und dann machen sie das nächste. Manchmal läuft's, manchmal läuft's nicht. Ja. Aber wir machen halt einfach. Genau. Genau. Und auch das ist aber auch, was ich auch hier das ist auch der Grund, warum ich in Dubai lebe, warum ich mir Dubai als Zuhause rausgesucht habe, warum ich auch Dubai wahrscheinlich nicht mehr verlassen werde, ja, um ehrlich zu sein. Eben genau wegen dieser Mentalität. Mhm. Nicht diese so, ich habe Angst, ich brauche zwei Versicherungen und noch einen Glasschaden und noch Sozialversicherung und gibt's ja hier nicht. Ja, gibt's nicht. So, du bist einfach auf dich selbst gestellt und bist einfach gezwungen, die beste Version deines Selbst zu sein. Und wenn du das tatsächlich dann auch mal was vorkommt, dass dich jetzt Geld kostet, dann kostet es dich halt Geld. Oder dann musst du halt deine Krankenhausrechnung selbst bezahlen oder dann musst du halt deinen Visumstatus selbst bezahlen hier, weil du kannst ja nur ein Visum haben, wenn du einen Job hast. So. Aber die Leute sind einfach schmerzen- angstfrei und machen es einfach möglich, so making shit happen und nicht dieses boah, ich brauche aber das und ich brauche einen sicheren Job und ich brauche das und ist das versichert und ist es auch ausreichend versichert und ich kann damit auch so. Und zu Leuten kann ich auch gar nicht mehr an den Tisch sitzen. Nee, das passt auch gar nicht mehr zu deinem Leben. Null. Und zu dir dann, ne? Null. Weil es sind halt es ist eine Geldmachereimaschine im Hintergrund, es ist eine Industrie, die mit der Angst von einer ganzen Generation spielt. Und es ist halt so, wir werden alle keine Rente mehr bekommen. Yvonne, du und ich, wir sind das gleiche Alter ungefähr, wir bekommen keine Rente mehr. In 30 Jahren ist das Rentensystem kollabiert. So, wieso tust du noch in deine Rentenkasse einbezahlen? Oder die ganzen Vollidioten, die Riester-Rente 2000 abgeschlossen haben. Das Ding ist auch geplatzt und vor die Wand gefahren. Mhm. Hartz IV ist genauso, solange es diesen fucking Alkohol günstig an der Tanke gibt oder im Penny für 3 Euro kannst du deine Sorgen vergessen und die Playsy gibt's dann alle 2 Jahre neu für 200 Euro. Ja, wo du, ich denk so, fuck, Alter, wir sind unbewusst. Ja, genau. Wo ich denk so, Leute, du vegetierst dahin und lebst voll unter deinen Möglichkeiten. Und dann siehst du Leute hier, lernst du Leute hier kennen, Milliardäre, die kommen aus Pakistan. Die haben Essen aus dem Müll gesammelt und das wieder verkauft und haben daraus, ich kenne einer meiner Kunden, Müll als 6-7-Jähriger gesammelt, Brot und eine Scheibe Käse und Wurst und das als Wurstbrot und Käse verkauft. In Pakistan, aus der ärmsten Gegend im Slum, und daraus eine Catering-Firma gemacht als Teenager und damit einer der größten Catering-Firmen in Pakistan und Indien und multi danach im Immobiliensektor, in Supermärkte, bam, 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 keine Schulbildung. So, was ist denn deine fucking Excuse? Weißt du? Du hast die beste Bildung, du hast 15 Sicherheitsnetze unter dir, so, du bist in einem, also du bist in so einem fortgeschrittenen Land, wo dir die Welt offen steht, du kannst in jedes Land der Welt reisen mit einem scheiß Passport. Frag das mal meine Frau, die eine Weißrussin ist, die nirgendwo hinreisen kann, almost. So, wo du überall, so diese Freiheit, die du hast im Handeln und Tun. Ja. Deshalb keine Angst. Ja. Ganz ehrlich, da fällt mir auch nichts mehr zu ein, was ich da noch ergänzen kann, weil, ja, so ist es. Auch beim Einreisen hier habe ich gedacht,
krassen deutschen Pass zu haben, was für ein Privileg, wie easy das alles ist. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, wo lebe ich, was ist eigentlich meine Basis, um mich nicht darauf zu konzentrieren, was ich nicht habe, sondern okay, ich bin echt gesegnet mit ganz vielen Dingen. Was kann ich jetzt dafür tun, für mich selbst und dadurch für andere mit, in Inspiration, in allem drum und dran, das ist, ja, worauf fokussiere ich mich in meinem Leben? Ja. Toll. Und ich finde, das ist ein geiles Ende für diesen Podcast. Hundertprozentig. Hundertprozentig, also. Vielen Dank fürs Reinhören, Reinschauen. Und ihr wisst ja, wenn ihr Daniel folgen wollt, checkt die Shownotes. Und natürlich interessieren mich eure Kommentare und Bewertungen auf iTunes, Spotify, wo auch immer ihr reinhört. Was hast du heute mitgenommen, was dich inspiriert hat? Weil wenn Daniel hat heute auch ein paar Sachen gesagt, vielleicht hast du dich auch getriggert gefühlt. Vielleicht fandest du scheiße, dass es um Geld ging. Vielleicht hast du zwischendurch gedacht, ach der, das ist ja nur Konsum. Check einfach mal deine Gedanken, wie du selber bewertest, was du hörst und ob diese Bewertung tatsächlich von dir ist oder aufgrund der Gesellschaft, wo du aufgewachsen bist, vielleicht vom Umfeld. Aber wenn etwas in dir ist, was so spürt, so irgendwie ging das doch in Resonanz, aber ich traue mich vielleicht nicht, das auch so zuzugeben, und dann guck da einfach mal genauer hin, dann war die heutige Folge genau für dich, um zu sagen, ey, dafür war es gut und jetzt gucke ich hin, was mein Ding ist. Und für dich muss es ja nicht Dubai sein, sondern kann irgendwas anderes sein in deinem Leben, was auch immer du willst. Aber wenn ich hier aus dem Fenster schaue, guck, was hier alles kreiert wurde von menschlichen Gedanken hin zu menschlicher Kraft, ist umgesetzt, alles ist möglich. Und was du draus machst, das kannst du tun. Raus aus deinem Kopf. Ich danke dir für deine Zeit heute.